Heute haben wir unseren Chef an die Decke gehängt. Ihr fragt euch bestimmt wo, weil man kann ja eigentlich hier nicht viel machen. Ne? Die Halfpipe steht hier. Guck mal, wenn du mal hochfilmst. Wir haben jetzt. Hängt da ein Fuß in der Luft. Chef? Er lebt da noch. 3 Tage. Heute haben wir ein Video geplant mit Sebastian, dem Chef. Es ist gerade epische Musik, Sebastian. Es ist gerade richtig episch. Kann ich einfach hier runter? Aua! Der Plan, ich hab Asthma und Geburtstag, da kann ich runter. Sebastian, ich hab gesagt, bis Weihnachten. Wenn wir jetzt ja, an der Stelle, fettes Shoutout an Noble Chairs, Mann. Das ist kein Product Placement oder sowas, aber der Stuhl hält echt einiges aus, Mann. Aua! Der Plan ist folgender. Sebastian hat durch die Halfpipe um die 4 Meter von hier nach da zu bewältigen. Und dafür macht er halt ein paar Sachen, verschiedene Aufgaben. Und vielleicht nerv ich auch zwischendrin mal. Also krieg ich für, krieg ich für jede 50 Zentimeter. Aua! Das tut richtig weh! Ey, diese Position macht einfach Rückenschmerzen. Sebastian, hier sind Zentimeterzahlen drauf. 150 Zentimeter, 200 Zentimeter wären 2 Meter. Das wäre ordentlich. Du kriegst 3 Bälle, weil den anderen habe ich gerade verloren. Okay. Ach so, okay. Ah, komm, Sebastian, das wird doch. Ich habe extra in die Richtung gemacht. Schade. Ja. Ja, einen noch. Dieses Spiel war eigentlich geplant, dass du zumindest einen triffst, damit du halt ein bisschen nach vorne kommst. Oh, 170. Das heißt, du kommst um die 1 cm, 7 mm weiter. 1,70 Meter, du Schwanz! 1,70. Das war keine 1,70 Meter. Weiter! Es geht um Weihnachtsgeld! Bis hier. Kati. Okay, es reicht. Halt den mal. Und du musst jetzt so weit, du musst hinten an die Wand dran werfen. Dann hast du es geschafft. An die andere? Ja, ja, dann hast du das ganze Video geschafft. Ich habe gar keine Möglichkeit, hier auszuholen. Ja, eben. Das ist auch eine unfaire Aufgabe, die du niemals bestehen kannst. Wand? Nein, die weiße da hinten. So, welchen Beyblade willst du haben? Den blauen. Nein, den anderen. Okay, du denkst jetzt. So, hier ist die Arena. Du musst ihn von oben reindroppen lassen und ich darf von hier unten starten. 3, 2, Eis, let it! Du Fuck. Let it rip! Nebel, Nebel! Mann, der Nebel hat keinen Effekt! Hey, warum fährt meiner weg? Ich hab gewonnen! Nein, meiner fährt noch. Und Weihnachtsgeld sieht gut aus für mich. Woo! Du hast verloren! So, damit bist du jetzt nur noch 3 Meter weg von der anderen Wand. Die nächste Challenge beginnt. Der Zauberhut. Der Zauberhut, der versorgt uns mit Nerf Darts. Unendlich. Dieser Helm hat überhaupt keinen Effekt. Wenn mir das auf den Kopf fällt, bin ich tot. Carsten, willst du für mich arbeiten? So, ich schieße jetzt einfach ab. Also da kannst du jetzt auch gar nichts gewinnen gerade. Verpiss dich. Nicht jetzt. Oh, Mann, du Fuck. Hör doch auf. Was ist das für eine Challenge? Wer will auch? Hör auf, wegzufahren. Sebastian, du darfst nicht wegfahren, habe ich gesagt. Okay, nächstes Spiel. Ich nenne es NBA. Wegen Basketball, ja, weil ich spiele Basketball. Du kannst auch einfach Basketball nennen können. Ich bewege mich, ich drehe mich die ganze Zeit. Woo! Das war Nochmal. Bleib da sitzen, du Das war ein Miss. 1, 2. Tobi! Dafür den nächsten, zieh dir bitte das Hut hier, den Hut hier an. Was ist das? Was ist das denn jetzt? Du musst dich das anziehen. Ich kann mich doch nicht hier oben umziehen. Ey, das ist wirklich. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch. F dich. Ist das okay? Aua! Judith, ich schwöre dir bei Gott, ich werde dich entlassen, du Missgeburt. Hör auf! Oh, wie willst du ihn entlassen, wenn du nicht mal runtergelassen wirst? Per Video. Judith, er hat recht, also er kann nicht. So, Bowling, pass auf, pro Kegel 10 cm dazu. Cool. 90 Zentimeter! Bro. Kriegst 50 Zentimeter extra, wenn du den Ball fängst. Du Missgeburt! Wenn du triffst, ich bin jetzt ganz nah an dir dran. 2 Meter nach vorne, wenn du nicht triffst, geht's wieder jalla an die Wand. Ich werde dir den Korb hier, aber Achtung, nicht, dass du denkst, du kannst einfach werfen. Oh Mann. Ich habe extra rüber. Ja! Wir spielen Kugelboccia. Was? Weiß ich nicht. Erstmal wirfst du den rein, wenn du das schaffst, hast du gewonnen. Das könnte ein übelster Bett. Mann, Digga! Schieß mal. Marius, verpiss dich! Schieß ruhig. Wirf mal die Bälle. 10 cm. 80, 90 cm. Und jetzt schenke ich dir einen Meter, wenn du gewinnst. Und wenn nicht, dann fliegst du zurück. Schnick, schnack, schnuck. Ich bin nicht Schnick, schnack, schnuck. Wow! Marius, du hast meine Nerfkern kaputt gemacht. Aua! Mann, hör auf jetzt! Marius, bitte, das war nur ein kleiner Witz gerade. Nicht ins Gesicht! Marius, jetzt entspann dich, okay? Judith, ich krieg nur 90 cm! Hört auf, fahrt mich nach Hause! Hör bitte auf, Marius, aua! Junge! Kann ich einfach hier runter, ich schwöre, meine Beine sterben langsam ab. Also, du hast diese Nerfwaffe. Und da man nicht auf Gegenstände schießen darf, genauso wenig, wie man auf Menschen schießen darf. Ich wurde die ganze Zeit abgeschossen. Ich mich jetzt da hinten hinstellen und du schießt auf mich. So, ich sage einfach, wenn ich getroffen hab. Wenn du getroffen hast. Aua, 20 cm? Ja, noch, du kannst gewinnen. Schieß mich doch ab. 40. Boah, Digga, was war das? 20 cm. Warte kurz. 20 cm darfst du fahren, das sind 4 Pegel.
lenken. Wenn ich den Eimer bei Kati treffe, bin ich raus. Wen triffst du? Den Eimer bei Kati. Nein, nein, nein. Aua. Also den Eimer. Ich drehe mich zu sehr. 1, 2, 3. Ey, Digga, der wäre so reingegangen. Der wäre so reingegangen, Bro. Die nächste Disziplin. Digga, ich schieße jetzt hier oben keinen Bogen. Assistent, kannst du kurz die Scheibe halten? Seid ihr blöde? Ich werde... Egal. Kannst du die Scheibe halten, wo Sebastian mit dem Bogen gleich drauf schießt? Sebastian, ich lese dir kurz vor. Ihr Idioten, ihr habt eine unberechenbare Waffe erschaffen. Ah! Oh! Akani Julius! Oh mein Gott! Bro, ich kann... Ich weiß doch... Ich kann du hast bei Wendtrip nicht einmal getroffen, du hast an den Baum geschossen, der daneben hing. Also wenn du jetzt nicht triffst, dann haben wir Feierabend und du musst gucken, wie du wegkommst. Du kannst ja da an Passis Büro fahren, der lässt dich dann rein. Hier ist eine 10, hier ist eine 10, 9, 8 und es ist immer mal 10, die Zentimeter. Oh Gott, es geht so schief. Schuss! Ich muss so rumschießen, glaube ich. Wie hast du den geschossen? Oh! That's a triple! 80 Zentimeter für dich. Oh, das war echt scheiße. Aber es sind immerhin 1 Meter. Keinen Meter mehr nach vorne. Okay, du hast es. Nur um das mal zu vergleichen, der Pfeil ist durch diese Ladung durchgegangen. Alle durch. Digga, was? Digga, es sind 7 Kartons. Zieh mich nach Hause! Hey. Kann ich bitte nach Hause? Nein! Julius, bitte, bring mich nach Hause. So, Julius, gib ihm noch ein Stück. Du hast unterschätzt, dass ich der Fußworker bin. Kann auch einfach weggehen. Also. Sebastian, du hast ja gerade ein bisschen Kacker gebaut. Kathi hat dir das vorbereitet. Damit, du musst ihm jetzt einen Entschuldigungsbrief schreiben. Und am besten einen Dreizeiler. Ich nutze diesen Stift nicht, das ist der Schockstift. Nein. Nee, mach. Aua! Ist es wohl, ihr Fotzen? Ach ja, den haben wir. Ja, wir haben den falschen. Ah! Und nur wenn Julius das approved, kriegst du wieder 30 cm. Hallo Julius. Das muss richtig gut vorgelesen werden. Kannst du ein bisschen diktieren auch? Nein, Julius kriegt den Brief alleine und er liest ihn alleine selber. So, wir lesen jetzt laut vor, nein, weil er dachte, Julius es ist liest privat. Den, nein, Julius liest den sich erstmal selber. Julius, geh ruhig vorne in die Ecke und liest den selber erstmal. Lies ruhig das Mikrofon. Halt den. Straßenumfrage. Nein, Julius. Wir machen jetzt eine Straßenumfrage. Lass ihn, Tobi, lass ihn mal. Du hast ihn erpresst. Du hast draufgeschrieben, wenn er dich rüberfährt. Safe, dann gibt's. Was steht denn da? Hallo Julius, zieh mich sofort rüber oder ich werde dich fristlos ohne weiteren Gehaltsanspruch entlassen. Julius, fahr ihn wieder ganz hinten an die Wand, wir fangen neu an. So. Das war keine Entschuldigung. Nein, Jungs, bitte, komm schon. Nein, Julius, war doch nur Spaß. Gegeben. Er hat sich Mühe gegeben. Er hat sich Mühe gegeben, ich habe ihn gerade fast entlassen. Okay, hallo. Hallo, Revi. Nein, Revi. Du kannst nicht einfach... Du kannst nicht einfach runter. Kannst nicht einfach runter! Jungs, lauf! Ich bin frei! Versteck dich, Julius! Ja!